Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, im Mittelpunkt der Weihnachtsbotschaft steht das Kind. Mit jedem Neugeborenen beginnt ein neuer Blick auf die Welt. Nachwuchsförderung heißt nicht, dass wir uns sozusagen neue Leute backen wollen, die nur das weiterführen, was wir schon tun. Als Vater weiß ich, dass meine Kinder nicht mein Leben kopieren werden. Ich hoffe aber, dass sie zeitlebens in unserer sorbischen Muttersprache darüber nachdenken werden, wie sie leben wollen. Wir befinden uns im zweiten Jahr wichtiger politischer Weichenstellungen im Zusammenhang mit dem Strukturwandel der Region. Im Jahr 2020 haben wir es gemeinsam geschafft, dass das sorbische Volk im Strukturstärkungsgesetz des Bundes berücksichtigt worden ist. In diesem Jahr sind wir einen Schritt weitergekommen und stehen mittlerweile schon inmitten konkreter Regelungen des Rahmens und der Richtlinien für die künftige Förderung sorbischer Projekte. Die Projekte aber sind kein Selbstzweck, sondern der weitere Weg für die Bildung nachhaltiger Strukturen für künftige Sprachräume in der ganzen Lausitz. 2022 ist für uns das Seelau-Gotzau-Jahr und weiterhin das Jahr der Domowiner Regionalverbände, deren 100. Gründungstag wir in diesem Jahr in Hörswerda-Meuerretze gefeiert haben. Wir hoffen auf ein doppeltes Fest mit vielen Höhepunkten. Es geht nicht um Heldenverehrung, sondern um Freude über gedeihlichen Zusammenhalt. Sogar unsere sorbische Hymne, Rana Vujica, Schöne Lausitz, ist Frucht der schöpferischen Freundschaft des Dichters Seelau und des Komponisten Gotzau. Schöne Lausitz, ehrliche, freundliche, Land meiner sorbischen Vorfahren, Paradies meiner seligen Träume, heilig sind mir deine Fluren. Diesen Inhalt können wir auch im 21. Jahrhundert unterschreiben. Die Aussage am Schluss, ach mögen aus deinem Schoß Männer hervorgehen, würdig ewigen Gedenkens, dagegen nicht mehr, weil hier die bessere Hälfte unseres Volkes fehlt, die Frauen. Jakub Bart Tschischinski, dessen Museum in Panschwitz-Kucker wir zusammen mit der Gemeinde erneuern, ruft uns zu, geht mit der Zeit. Unsere Vorfahren haben nicht erwartet, dass wir sie kopieren und unser Kulturerbe nur schützen. Denn nur das, was sich weiterentwickelt, kann auf der Welt fortbestehen. Das gilt auch für unsere Sprache und Kultur. Die Nachfahren der sorbischen Auswanderer in Australien, die assoziierte Mitglieder der Domowiner sind, wollen 2022 anlässlich von 800 Jahren Hochkirch, Buketsö, die Heimat ihrer Vorfahren besuchen. Das ist ein schönes Zeichen der globalen Basis unseres Dachverbandes. Und was wären wir ohne unsere Freunde in Tschechien und Polen, im Wendland und in den USA? Und nicht zuletzt schätzen wir viele treue Sorbinnen und Sorben außerhalb der Lausitz, die eine sorbische Familie haben und Verbindungen mit dem Sorbenland pflegen. Weihnachten und Silvester 2021 feiern wir wie 2020 unter Pandemiebedingungen. Doch wir sind jetzt einen Schritt weiter. Schließlich steht uns inzwischen, Gott sei Dank, die Impfung zur Verfügung. Wir haben es selbst in der Hand, wie viele Wellen noch kommen oder ob bald Normalität zurückkehrt. Lassen Sie uns gemeinsam der Vernunft den Weg ebnen. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien frohe, gesegnete Weihnachten und ein gesundes, glückliches neues Jahr.